Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade am Flowtrail Siegen zu Fuß unterwegs, weil ich habe ja letzte Nacht hat es mich ein bisschen mit einer Erkältung erwischt, aber nicht so schlimm. Aber weil nächste Woche ja noch einiges ansteht, habe ich mich entschieden, heute beim Opening nicht zu fahren, sondern euch einfach nur mit so einem kleinen Vlog mitzunehmen. Euch das oben mal zu zeigen, ein paar Fahrszenen auf der Strecke und so weiter. Und euch halt einfach für alle, die am Opening-Tag jetzt heute nicht können, einfach mitzunehmen und euch ein bisschen was zu erzählen. Viel Spaß bei dem Video. Dafür hat man so ein Ding. Ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte besser doch zumindest ein Fahrrad mitgenommen, um hier von A nach B zu rollen, weil das Spazieren ist fast anstrengender als das Radfahren. Aber naja, ich habe mich warm angezogen, machen wir einen gemütlichen gleich oben, werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen was snacken, ein bisschen was essen und ganz gemütlich. Mal die ganzen Strecken mal von außen zu sehen, finde ich immer sehr interessant. Weil es gibt tatsächlich immer viele Features, vielleicht kennt ihr das, wo man einfach so rüberfährt und die eigentlich sich noch nie angeguckt hat. Und wenn man sich die Sachen mal von außen anguckt, sieht das teilweise immer viel krasser aus nochmal. Und da wundert man sich, dass man da so drüber gefahren ist. Auch also jetzt mittlerweile fährt man natürlich schon länger als erfahrener und so. Aber ganz am Anfang bin ich hier halt auch schon sehr, sehr viel gefahren und das war gar nicht so schlimm. Also vielleicht kennt ihr das. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch das Gefühl habt, dass die Sachen manchmal von außen krasser aussehen, als sie auf dem Bike aussehen. War gut. Macht Spaß. Erzähl mal ein bisschen was zum Fahrrad, bitte. Das Fahrrad? Ja. Es ist, das Fahrwerk macht total Spaß. Das ist so butterweich und schön. Aber alle seine, Thomas, seine Fahrräder sind eigentlich immer geil. Am 4. und 5. Rätsel muss die Kette eigentlich fast gerade über. So ein Rätsel rein. Also Leute, es ist zwar schwer hier nicht zu fahren, aber es macht trotzdem mega Bock, es ist eine geile Atmosphäre, alle haben gute Stimmung und ja, es ist einfach schön, alle Leute zu sehen, wie die übel Spaß haben. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das von außen, vom Zugucken schon so übelst Bock macht. Ich freue mich, wenn ich voll fit bin wieder und wieder radeln kann. Ja, wir laufen mal weiter. Ich laufe hier theoretisch von Streckenabschnitt zu Streckenabschnitt, filme ein bisschen, mache ein bisschen was für euch. Aber die Michi ist auch mit der GoPro unterwegs. Und da zeige ich euch natürlich jetzt auch mal ein paar Ausschnitte. Viel Spaß!
ist hier die Kamera? Weil wir Abmoderation machen müssen. Okay. Ja, Leute, das war der Tag im Flowtrail Siegen. Ich will gar nicht so viel erzählen, weil ich habe euch ja schon ein bisschen was von unterwegs erzählt, aber ich bin ja selber gar nicht gefahren. Aber die Michi ist gefahren. Ja, und richtig viel sogar. Der Thomas hat eine krasse Frequenz drauf. Da kommt man nicht zum Atmen. Immer weiter. Aber war richtig cool. Spaß gemacht. Es hat auf jeden Fall nach sehr viel Spaß ausgesehen. Ja. Alle Leute laden jetzt gerade hier ein. Es neigt sich so langsam dem Ende zu. Und ich bin platt vom zu Fuß gehen. Ich hoffe, wenn ich jetzt mich ein bisschen ausruhe und ausschlafe, dass ich schnell wieder fit bin, weil ich will auf jeden Fall viel Fahrrad fahren. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick in das Opening vom Flowtrail Siegen hier hat euch gefallen. Riesen Respekt an den MTB Siegerland. Die haben das richtig cool aufgezogen, richtig gemütliche Atmosphäre oben. Ja. Feuertonnen stehen da jetzt oben noch, haben die eben angezündet. Also ich glaube, das ist... doch ein gemütlicher Tag hier wird. Grüße an alle, die wir getroffen haben, denn ihr habt auch dazu beigetragen, dass die Atmosphäre so cool war. Und ja, ich freue mich, wenn ich das nächste Mal selber wieder hier fahre. Ich glaube, ich auch. Macht's gut, lasst gerne ein Abo da, kommentieren nicht vergessen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch vielleicht hier gewesen seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.